Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einer Sonderausgabe von Let's Play der Herr der Ringe Online. Dann natürlich keine Sonderausgabe, nur mit diesem stylischen Pferd hier in der Mitte, was wir mal irgendwo aufgegabelt haben. Ne, der stand einfach nur hier rum und wir hatten mal beschlossen, das einfach so mit ins Intro reinzupacken und uns daneben zu stellen. Hier sehen wir mal den Unterschied zwischen Menschenpferden und Ponys. So ein kleiner. Was hast du denn da? Ach ja, das ist CBS, genau. Ja, was der Orinthis da hat, ist dieses tolle Ross von Rohan. Sieht echt awesome aus. Ja, aus der Computer mit Spiele. Das habe ich aber noch nicht, weil ich die Computer mit Spiele noch nicht habe. Aber das werde ich auch noch bekommen. Und ja, Und jetzt öffnen wir unten rechts eben mal unsere neue hier. Nachricht. Der Ja, Briefkasten ist ja hier direkt. die öffnen wir gleich mal, ne? Ersttägliche Belohnung. Was? Ich will dir keine Schlacht erstellen und ich will auch kein Porto dafür bezahlen. Bord? Ja, da muss 50 Kupfer Porto sein, wenn du einen Brief verschicken willst. Eine epische Schlacht steht bevor. Mein Herr Erkenbrand hat mich von seiner Festung der Hornburg in Helmsklamm hergeschickt, um allen Abenteurern von dieser epischen Schlacht zu berichten, die Rohan in Kürze auszufechten hat. Wenn ihr wissen wollt, wie man richtig in solchen riesigen Waffengängen kämpft, dann will ich euch gern darüber Auskunft geben. Sucht mich, wenn ihr Gelegenheit dazu findet, einfach beim Keilerbrunnen in Bree auf. Nein. Auf nach Helmsklamm, lasst niemanden am So, Leben. jetzt öffne ich das dicke Scheißding hier. Ich auch. Lol. Hast du schon wieder Münz bekommen? Kleiner Haufen Kupferreste, wert 200 Silbermünzen. Alter, ich werde hier mit Pots voll gemüllt jedes Mal. Apropos Pots, wir können mal reingehen in die Bank, eigentlich mal scheiß Alter wieder. Ich werde Ja, mit gute Pots so Idee. Wir müssen ja zugemüllt. so da rein. Wir haben ja hier Quests. Oh cool, wusste ich gar nicht. Darum sind wir doch extra zurückgeritten. Ach ja, genau. Mit Steuerung und O öffnet ihr das Optionsfenster. Auch einfach You unter don't Escape say. zu finden. You don't say, man. You don't say. Naja, im Endeffekt ist es egal, wer von uns beiden die Münzen bekommt. Hauptsache, wir kommen unserem Haus näher. Ich habe sinnlose Pots, die man nachher im AK verkaufen kann, von daher. Bank öffnen. Hat die schon bei der Bank? Ich bin noch im Laden. That's bad, man. That's bad. Lager mal den ganzen Loot ein, den wir vorhin wollte ich gerade schon sagen, in den letzten Folgen, ja, um uns geschart haben. Oh Mann, wenn ich so diesen Ladebalken sehe, kriege ich irgendwie Hunger. Ich weiß ja nicht, was für ein Bild du da hast, aber Eigentlich nur ein Haus in einem Wald, aber. warum nicht? Oh, ich bin gespawnt. Alter, kann ich hier viel einladen, gleich ist mein Lager voll. Jetzt auch, wenn man fünf noch drei oder vier Sachen rein, wenn ich mich recht erinnere. Ja, wir können ja mit Münzen noch eins nachkaufen. Das ist nicht so Welche mit normalen dramatisch. oder mit Was benötigen den Sie? Mit Tubalen? Silbermünzen. Ach, mit Silbermünzen, cool. Oh ja, ich sehe es. Silber Silber ist jetzt auch nicht wirklich die Welt, ne? Ja, kaufen. Der nächste kostet 15. 735 Silber. Oh, geil. Ja, 15 Stück plus. Das hat sich aber gelohnt. Ich pack jetzt einfach da irgendwie alles rein. Das passt schon. Ich pack diese ganzen sinnlosen Hierbots da rein. Ich glaube zwar eh nicht, wenn ich sterbe, dann helfen mir diese Hierbots auch nicht mehr. Jetzt habe ich noch hier so einen komischen Brief. Das ist ein Ausrüstung herstellen. Ja, privat oder geschäftlich. Aufgabengegenstände können nicht eingelagert werden. Mann. Oh, die Pilze auch noch. So, jetzt habe ich noch drei Sachen in meinem Inventar. So. Ich habe mir auch diverses Handwerksmaterial, das geschenkt, mein ganzes Zierwerk und das war's aber dann auch. Das Handwerksmaterial habe ich eingelagert. Ich nicht, ich hab's nur bei mir, weil ich es einfach so weiter verstecken kann und weil ich meine Bank damit nicht unnötig voll mülle. Ich habe aber 20, 30 Slots davon gehabt, von Warte daher. mal, warte mal, warte mal. Hier vorne gab's was. Komm mal zurück. Ja, was ist denn da? Hier gibt's eine Quest, die man wenden kann. Ja, das ist Stehe die euch zu Rüstung da. Dienst. Hat für Rüstung. Er sagt mir hier Rüstung, oder was ist? Ach, das zweite Zahnrad war es, ja, stimmt, genau. Finde das fehlende dritte Euch sehr Zahnrad. dankbar. Wie viele von den Dingern gibt's eigentlich?
Das ist in Ach, der das Tat. ist den Gondamon, das dritte Zahnrad. Ja, ich habe unter der Nacht bekommen. Warte. Weiterer. Ich will keine Eigenschaftsverlag kaufen, weil auf mich einen Scheiß anzudrehen hier. So, du bist jetzt rechts um die Ecke gefahren hier. Gefahren vor allen Dingen, ja. Ich habe jetzt 840 Silbermünzen. Meister der Lehrlinge. Hier können wir den Beruf erlernen, was wir jetzt mal langsam machen sollten. Waldhüter. Ich lese bei dem Typen immer Mordor statt Moror. Ich gerade auch. Ich denke mir so, Mordor? Ich lese es jedes Mal. Na, Bogenmacher guck mal. brauchen wir nicht. Wir sollten überlegen, dass wir was nehmen, was Sinn ergibt. Eigentlich. Es muss ja was sein, wo wir beide von profitieren, ne? Eigentlich müssten wir Rüstungsschmied und Waffenbauer lernen. Kann ich beides nichts von benutzen. Waffen, die geschmiedet werden, bringt mir nichts, weil ich diese Runensteine brauche, und Rüstung geschmied bringt mir ebenfalls nichts, weil ich nur leichte Rüstung tragen kann. Rüstungsschmied beinhaltet aber Schmied, Schürfer und Schneider. Und Ja, Waffenschmied aber der beinhaltet unter Main-Beruf ist. anderem Drechsler. Ja, das bringt mir aber irgendwie nicht. Ich lese hier gerade einfach die Texte durch. Bringt Bolli den Bilbis-Fetisch? Ich mache Berufszweig Entdecker. Entdecker. Das bringt mich irgendwie am meisten. Schneider, Förster, Schürfer. Damit machst du leichte Rüstung, ne? Ja. Kannst abbauen und kannst Holz abbauen. Okay, jetzt ist die Frage. Das bringt dir dann auch noch was. Ich könnte jetzt Waffenschmied, Schürfer, Drechsler machen. Damit kann ich das Holz verarbeiten und könnte Waffen schmieden und könnte auch Dings abbauen. Sehe ich das richtig? Ja, Rüstungsschmied ist los. Ja, machen wir so. Okay, Ich da bin ich stehe jetzt euch und Waffenbauer. eurer Familie zu Dienst. Ja, handwerkliches Beruf. Wo kann ich das denn einsehen jetzt überhaupt? So, mal eben die. Du Also hast jetzt in man. deinem Inventar die Sachen bekommen. Ja, ich muss gucken. Was ist denn hier? Biografie, Ruf, Titel, Fertigkeiten, Haus, Fertigkeiten? Nein. Wenn es jemand sagt, wo ich mein Handwerk einsehen kann, dann bin ich glücklich. Unter H, oder? Weiß nicht, unter H oder K? H war es nicht, K war es auch nicht. Dann war es mal K. E. L ist es auch nicht, J ist es auch nicht, B, O. Ja, T. Das liegt nicht besonders, liegt nur rum. Es ist I. Nee, warte, es ist. Nee, I ist Inventar. Ich hatte. Es ist T. 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 Ah, ja, da. Benötigt Schmiede, aber benötigt Schmiede. Minderwertige Schürfwerkzeuge. Minderwertige Drecksteinwerkzeuge. Ich wäre dafür, wir machen diese Einleitungsquests hier. Leitfaden für Waffen. Oh, ja, sofort. Sollte ich den Leitfaden für Waffenbauer lesen? Ja, nicht unbedingt. Geht halt nur drin, wie du Holz hackst und so. Achso, das interessiert mich nicht. Okay, du willst die Einladungsquest hier machen zum Nur die Handwerk. Einleitungsquests, die heißen alle auch Einleitung. Punkt. Hast du bei Mordor Moro einbekommen? Ja, der hat 3 Stück. Willkommen! Ihr kommt wahrlich zur rechten Sind jetzt Zeit. verschiedene, die wir haben, ne? Ja, aber wir kriegen Ich sehe dieselbe euch Anzahl sehr XP. dankbar, Das wenn ihr sind mir drei helfen würdet. Einladungsquests, müsstest du davon. Einer heißt Einführung, aber das ist das gleiche, ne? Ich grüße Ja, euch Einführung, und wünsche Einleitung, das allen ist Aufenthalt. dasselbe. Was ist mit dem. Hast du hinten die Quest abgenommen bei Nagli? Nein, ich habe nur die hier bei Moro angenommen, den Rest habe ich nicht angenommen. Okay. Zum Handwerksbezirk hin. Das ist wieder eine Sache, das zu finden hier. Warte mal, ich kann auch meinen Ring da hinsetzen hier. Warte mal, warte mal, warte mal.
Sprecht mit Bini im Handwerk. Wie kann ich das denn hier gerade hinmachen? Ja, konnte doch irgendwie diesen Ring anklicken, ne? Biene, die stehen hier alle rum. Die geben dir dann Equipment. Hier unten? Du kriegst so Kisten von denen. Bin ich gerade zu blöd oder so? Oder? Warte mal. Mal die Quest gucken, waren die waren auf K, nicht auf J. Nee, warte mal, K war noch nicht, waren auf L. Sprich mit Binie, sprich mit Alma und sprich mit Hannes. Wenn man das müsste, wo die wären. Gehen ja alle rum. Binie ist hier bei mir. Ja, Biene habe ich jetzt auch, aber der Rest ist nicht da. Die in einer anderen Halle. Ich stehe euch und eurer Familie zu Dienst. So, öffnet die Kiste von Biene. Nicht gemacht. Ja, aber Kupfer. Ihr könnt einen Kupferbarren herstellen. Ja, cool. Dazu braucht man eine Schmiede. Die habe ich bis jetzt nicht gefunden. Ja, ne? Werkbank. Oh. Das ist ein Ofen. Ja, hier ist Bäcker. Da kannst du nicht schmieden. Das ist mir auch klar. Ja. Ein Kupferbarren herstellen. Ich weiß gerade nicht, wie ich die Scheiße nochmal auf meinen Dings. Wie kann ich nochmal meinen Pfeiler hin, mein Auftragspfeiler? Wie geht das nochmal? Rechtsklick als Aufgabenführer. Warum geht das nicht? Das ist bescheuert. Als. What? Halt. Ja, whatever, sinnlos. Die Schmieden sind in der anderen Halle, oder? Ja, möglich. Das wird ja mein Spaß, die ganze Scheiße zu finden hier. Ja. Hier ist Bruni, bei dem haben wir auch noch irgendwie Quest oder sowas. Ja, hier gibt's schon mal keine Schmieden. Ich schmiede den Gang weiter, glaube ich. Da einfach die Treppe runter, wo ich gerade hin bin. Da kommst du zu diesem Schmiedekomplex. Was, Treppe runter, wo du hin bist? Ja, da ist eine Treppe, da sind wir auch in einer Folge lang geritten, durch die Öfen durchgesprungen. Ich habe so einen Weg abwärts, aber der führt in die Taverne, da will ich nicht hin. Du musst schon zu mir kommen. Ich bin auch bei dir. Ist einfach links, da ist eine Treppe. Links ist eine Treppe runter. Da kommst du zu den Schmieden, hoch oder runter? Hoch, ja, stimmt, hier, hoch. Ich will nicht, nein. Ich möchte nicht zum ersten Heim zurückkehren. Mein Pony rufen. Ah, das sieht doch schon mal besser aus. So, jetzt muss ich noch ein Quest machen und dann haben wir den auch. So, wo ist denn hier Schmiede? Hier ist eine Schmiede. Da stehen viele Schmieden rum. Bronzebarren benötigt Schmiedehammer. Warte, ich hab noch einen Schmiedehammer. Mann, ist das eine Riesenbon. Bronzebarren Zutaten, 4 Bronzespäne. Ja, okay.
Bronzespäne, Zutaten, zwei Bronzebarren. Hä? Ja, da gibt's mehrere Sachen. Macht das Sinn? Ja. Cool, den Nummern, den ich geschmiedet habe oder gemacht habe, der ist besser als mein vorheriger. Wenn ich jetzt mal fertigen könnte, das wäre geil. Ja, du musst dann wahrscheinlich noch das Schürfwerkzeug ausrüsten. Was für Schürfwerkzeug? Ich habe alles, was ich brauche. Das Problem ist, dass ich die Zutaten nicht habe. Die hast du. Er hat mir gesagt, ich soll mit den beiden Bronze, mit dem Kupferbrocken, soll ich einen Bronzebarren erstellen. Wirklich das Problem. Gehst du auf Schürfer? Schmelzen? Warte. Auf Schürfer. Schürfer, einschmelzen, Ach, sag Barren, doch gleich, Kupfer. dass ich auf Schürf haben muss. Ich suche unter Schmied die ganze Zeit. Quatschstücke durch Kupfer durchsetzt. Dann gibt es da einmal Kupfer durchsetzen, dann gibt es da drunter noch 0 von 2 Kupferbrocken. Brocken Kupfererz steht dann da. Halleluja. Hier gibt es Ja. noch diverse weitere andere Quests, da müssen wir dann alle gucken, ne? Mein toller Charakter steigt erstmal ins Feuer rein. Ja, jetzt habe ich das Kupfer gebaut. So, jetzt bringe ich den Kann man Kupferbarren. da rein? Ja, klar kannst du da rein. Ich bin da gerade drin. Viel Spaß da drin. Danke, machst die Tür zu. Ja, klar. Viel Spaß in der Sauna. Ja, das können jetzt noch, sich nur noch um Stunden handeln, bis ich das hier fertig habe. Eigentlich ganz einfach. Ja, jetzt wo ich weiß, wie es funktioniert, geht's auch einfach, weil ich das Typ erst nicht gefunden habe. Wo ist mein... Ah, ach, hier ist Binia. Seid gegrüßt. Jetzt bin. Ja, die Oh, Quest, cool. die er Und im jetzt noch Endeffekt habe ich hat. jetzt einen Bronzebarren. Ich kann mir eben eine Quest aus abgeben, Ausrüstung herstellen, privat oder. Hast du den auch? Was, wer ist der Quest? Privat oder geschäftlich? Hier bei ihm hier. Kannst du abgeben. Ja, der ist fertig. Ich muss gleich alle meine Quests fertig machen, aber das werden wir gleich sehen. Gib mir einfach mal erstmal nicht ab. So, was? Was war jetzt der andere Quest hier? Hannes nahe der Schmiede im Handwerksbereich. So, wie wir nach Hannes suchen. Ach so, ja, du musst den Quest fertig machen, dann bekommst du einen Brief. So, lieber Hannes. Wo bist du denn? Wer? Hannes? Ja. Der vom Beruf. Warte. Waffenschmiedekunst. Na, der Schmiede im Handwerksbereich müsste ja hier eigentlich sein, ne? Wäre geil, wenn er jetzt noch hier wäre. Warte. Der heißt Hannes. Mit I, ja, Hannes. Doppel N und I. Normal sind die alle hier. Ja, ich sehe ihn nirgendwo. Uffi. Aha. Hannis. Steht er hier oben rum? Weil hier oben ist ja auch noch was. Wo ist jetzt noch was, Alter? Ich suche die Nee. Maintreppe wieder. Chris, also hier ist er nicht. Mal andere Seite. Handys und Alma suche ich. Okay, hier ist er auch nicht. Fail. Ah. Vielleicht kann man hier oben irgendwo rum.
Ich guck mal in der Wiki. Nahe der Schmiede, das müsste doch eigentlich hier sein. Ich sehe es ja wieder die Handwerkshalle, wo ich bin. Ja. Er sagt, folg mir mal. Warte, wo bist du? Da links irgendwo. Du suchst noch Alma oder was? Alma und Hannes suche ich, ja. Wo ist Alma? Was hat der Beruf? Alma ist Drechsler. Drechsler, der müsste eigentlich irgendwo hier sein. Außer die sind jetzt auch schon. Nisti. Uffi. Ja, auf jeden Fall in der Wiki steht, dass er. Ich glaube, dass das jetzt auch stimmt, dass sie nicht outdated ist. Da steht, dass der lustige Typ. Dahinten ist. Der soll hier in der Wiki irgendwo rumstehen. Ich gucke nochmal. Wer Alma? Nee, Hannis, steht da. Ist sinnlos. In der Wiki. Steht in jeder Wiki, wo ich hier gucke, Warte, steht ich das sehe hier drin. was leuchten. Ich sehe was leuchten, warte. Was ist Bruni, der da am Leuchten ist? Hannis schreibt man Hannis. Ja. Der Arschloch-Ding hier, Alter. Was? Hier ging eine Tür auf. Blaustein-Garnison, was ist denn hier wieder? Ach, euer Geltungsrang ist so niedrig. Ja, ich mich auch. Das gibt es doch nicht, Alter. Da muss doch irgendwo sein, das dumme Kind. Komm, dann suchen wir jetzt einfach alles ab. Oh mein Gott. Ja, Bruni. Hast du hier eine Quest bei Bruni irgendwie? Bei Bruni? Ja, Ja, hier. klar, Bruni, da müssen wir dieses Rüstungsteil abgeben. Hallo. Das ist der Quest, weshalb wir hier hingekommen Ja, und sind. jetzt müssen wir wieder zu Halli. Ja, toll. Wo ist denn der wieder? Ja, keine Ahnung, lass uns mal diese bescheuerten Halli nach ist Hannes auf suchen. dem Ferienplatz südlich von Torinthaler. Ja, wir müssen jetzt Hannis suchen. Ja, und Alma auch. Alter, wo sind diese dummen Kinder? Wenn ich den sehe, ne? Ich trete mir so in den Ja. Arsch. Mein Gott, wie kann man sich so verstecken? Ich mal hier oben hin. Wachtmeister, Zwergenleutnant, Wachtmeister, Wachtmeister. Dann kommt gleich Dwalin wieder. Ah, hier ist nichts. Gucken wir noch mal hier hinten. Er muss dann irgendwie definitiv im Handwerksbereich da rumgammeln. Auch wenn er im Wiki steht, dass er da nicht ist, aber er gibt ja sonst keinen Sinn. Wenn ich dieses Arschloch finde, Alter, ne? Ist denn das dumme Kind? Da steht im Anfang des Schmiedebereichs. Im Quest steht, schreibt mit Hannes nahe der Schmiede im Handwerksbereich. Also muss er hier vorne sein, in der Nähe von der Schmiede. War jetzt hier gerade schon mal der Schmiedegilde im Gebäude drin, aber da ist er nicht. Wo könnte so ein Typ rumgammeln? Wenn ich das wüsste, also hier steht in der Handwerkshalle nahe der Schmiede, wenn ich die Quest richtig verstanden habe.
ist der denn? Der geht mal gar nicht mehr. Lest dir den Quest noch mal ganz genau durch. Warte, hier oben steht jemand. Ach, du musst fährst in jeder Ecke fest. Nicht, dass du den Quest falsch liest. Der da oben hat nichts damit zu tun. Okay. Ihr solltet euch an Hannes in der Schmiede in der Handwerkshalle nahe Fenrisplatz wenden. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Mhm. Der ist draußen. Das ist das, wovon ich rede. Wenn man den Quest richtig liest, dann erübrigt sich sowas. Ja, und der Scheiß Alma ist auch draußen. Da können wir lange suchen hier drin. Ja, ich sag ja, lese den Quest richtig. Ich habe die Aufgabe gelesen. Keine Lust, den Rest zu lesen. Komm, fährt bock dich hier hoch. Schade, geht nicht. Also ab zu Fenrisplatz, sofern hier drin nichts mehr zu erledigen ist. Nein. Wenn du die Dings abgegeben hast, die Rüstung, dann müssen wir da jetzt hin und dann müssen wir so oder so danach nach Noklon zurückreiten. Ja, wir müssen da ja auch Schluss machen, nämlich schon wieder 6 Minuten Überlänge. Ja. Also eine Folge damit verplempert, hier Leute zu suchen, von denen es eigentlich schon mehr oder weniger offensichtlich war, wo sie sind. Tja, das ist, wenn man nicht richtig liest, ne? Oder einfach zu voll dafür ist. Jetzt so. Hier, Handwerkshalle bei Fenris Platz. Die polierte Rüstung zu Halli. Oder nicht? Zeig mir Quests an. Nein, nein, nein. Interessiert mich nicht. Meine Güte. Halli ist jetzt Quest hier hinten, bei dem geben wir jetzt den Quest ab. Mein Pferd hat sich schon wieder das Bein gebrochen. So, ja, danke, er gibt uns keinen Quest mehr. Hat Halli? Ja, der steht da. Ich stehe euch zu Diensten. Ah, ich muss eine Aufgabe umgehen. Was bringt das denn hier? Moral, Kraft. Ist mir egal, was ich nehme. Ja. Werde ich es eh nie benutzen. Und hier sind dann auch deine Kollegen, die du die ganze Zeit suchst. Wo? War die da hinten? In der Handwerkshalle. Gefunden? Ja, ich laufe gerade in die Handwerkshalle rein. Alter, weil da sind die so dumm gehen. Hier ist Alma. Och, Alter. Neuigkeiten aus Mittelerde. Nein, das möchte ich jetzt nicht lesen. Ich sehe euch und eurer Familie zu Dienst. Was machen die für Geräusche? Öffnen. Grober Lederwickel und dünne Bretter. Und jetzt? Ach, sollst du damit was herstellen? Wird der wohl in der nächsten Aufgabe stehen, die du von ihm bekommen hast? Ja, die Aufgabe geht direkt weiter. So, ich muss wahrscheinlich in die Werkbank gehen, ne? Okay, das macht Sinn. Mit. Drechsler. Oder was? Arbeiten? Späne? Nein. Fernkampfwaffen? Nachtkampfwaffen? Okay, ich kann aus purem Holz einen Hammer und eine Keule bauen und einen Speer aus purem Holz. Geile Scheiße. Machen dann wohl nur keinen Schaden, ne? Beine ohne Eisenspitze. Warte mal. Ey, die Keule hat ein DPS von 7,9. Gratulation. Der Hammer, genau. Ich kann Umhänge herstellen, was ich ziemlich cool finde. Bündelig Drechsler-Werkzeuge. Okay, das macht Sinn, dass ich die dafür benötige. Werden diese Werkzeuge verbraucht? Frage. Nein, die werden nicht verbraucht, aber sie verlieren halt an Haltbarkeit. Kann ich die reparieren? Ja, ja. Ah, hier ist auch der Quest, also wenn du jetzt gleich diesen Quest fertig hast, müsstest du auch diesen Quest abgeben können. Ja, warte kurz. Seid gegrüßt! Hier ist noch schon zu diesem anderen Vogel hier hinten. Was wollt ihr? Öffne die Kiste. Ich hab Angst, die Kiste zu öffnen. Alles wird unter meinem Clown drin. Schwert herzustellen. Oh cool.
YOLO. Ich kann Bronze in der Wurfäxte herstellen. Bronze Zweihänder brauche ich nicht. Der Typ hier ist ja mal übel am Kämpfen. Oh mein Gott. Warte, das kann ich jetzt. Daraus kann ich ein lustiges Bild machen. Schmiede auch mal. So, ich habe das dumme Bronzeschwert jetzt hergestellt. So, jetzt habe ich das auch fertig. Jetzt habe ich. Was habe ich jetzt? Nette mir. Leitfaden für Waffen, boah, das interessiert mich erstmal nicht, das packe ich mal hier in meine Tasche rein. Kann ich Schwerter, die ich in meinem Inventar habe, anprobieren oder so? Ich weiß nicht, ob du Schwerter anprobieren kannst. Ja, ich will es nicht anlegen, sondern dauerhaft an mich binden oder sowas. Ich meine, es macht zwar mehr DPS, aber ich finde mein Hammer irgendwie cooler. Guck mal, ich bin hier am Kiffen. Ist die ganze Rauschwarte hier auch? Ja, ich sehe schon. Bist du jetzt fertig mit den Handwerksquests? Wo kann ich den abgeben, diesen Endquest? Hast du bei dem Typen einen Quest, der heißt Ausrüstung herstellen, privat oder Punkt, Punkt, Punkt? Nein, aber ich könnte ja einen Quest annehmen. Ja, das kann ich auch. Hast du denn alle Handwerksquests jetzt fertig, von der Einleitung her? Ja. Hast du Post bekommen? Ich habe nämlich auch eine Tat bekommen. Titelgewehr, Tat abgeschlossen. Ja, klick das mal an. Du müsstest eigentlich bei ihm diesen Quest bekommen. Ich kann nur einen scheiß Quest annehmen. Ihr habt einen Brief der Handwerksgilde von Mittelerde erhalten, der euch herzlich einlädt, einen ihrer Lehrlingsausbilder aufzusuchen. Geh mal in den Briefkasten, ob du hier einen Brief hast. Hier ist ein Briefkasten? Jo. Ja. Tatsache, ich möchte gerade den anderen Brief fassen. Und nein, hier ist kein Brief drin. Mysteriös. Mysteriös. Ja. Von wem hast du den Scheißquest denn? Von Mordor? Gar nicht. Oder? Ja, du musst sie doch irgendwie herhaben. Ihr habt einen Brief der Handwerksgilden von Mittelerde erhalten, der euch herzlich einlädt, einen ihrer Lehrlingsausbilder aufzusuchen. Ihr solltet euch an Loftu in der Handwerkshalle Nariferinsplatz wenden. Fokus in den lustigen Guide hier rein fürs Waffenschmieden, ob das irgendwie besser zu tun hat, aber. Hast du den noch nicht gelesen? Den Guide nicht, nee, jetzt schon, aber. Ja, öffne ihn mal und guck dann, ob du mit dem. Ja, habe ich doch geschafft, aber hier ist nichts. Ja, dann gebe ich ihn nicht ab. Wie viel XP hast du? 172. Okay. Du auch? 173. Ja, aber. Halb so wild. Ah, irgendwann wirst du den Quest schon kriegen, ja, okay. Dann ja, machen wir an dieser Stelle dann halt mal Schluss. Macht gleich Merv und dann ist die Festplatte voll. Ja, das war wieder Let's Play der Herr der Ringe Online. Wir beenden das Ganze hier in der Handwerkshalle mit diesem coolen Typ mit dem Hammer im Hintergrund, dessen Bart stylisch im Wind weht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir sind euer Team React. Bis zum nächsten Mal.